Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay-Video von meinem Server Dragos Realm. Hier ist die IB. Da könnt ihr gerne mitmachen. Es steht auch unten in der Videobeschreibung hoffentlich. Oder in den Kommentaren natürlich. Und ja, der Server bietet Freebuild. Es ist eine Freebuild-Welt. Es ist eine Welt, wo ihr einfach ein bisschen RPG-ähnlich bauen könnt. Ich habe hier gerade eine Einblendung, das seht ihr nicht. Das Norton-Antivirus. Und bietet eine Story-Welt, wo ihr selber auch für andere Leute ein bisschen eine Story, einen Abschnitt oder so gestalten könnt. Darf jeder mitmachen. Und ich da nicht irgendwie einen Zoom? Die Zoom-Taste bedeckt. Ich glaube, ich habe den Zoom-Mod nicht drin. Ist ein CurseForge Modpack. Für Performance bietet aber eher manchmal nicht so eine gute Performance. Ich weiß nicht, es hängt irgendwie manchmal ein bisschen. Ist einfach CurseForge, weil das ja auch immer wieder alles standardisiert oder dass man die RAM nicht frei wählen kann, was man benutzen will und so weiter. Ist ein bisschen doof. Aber gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Biome erkunden. Nebenbei, weil ich einfach auch Platz habe, tue ich mal ein paar Blumen sammeln und vielleicht andere Sachen, die ich noch nicht so besitze. Und jo, wir sind eigentlich schon weit gelaufen in den Livestreams. Haben aber jetzt gerade nicht so die Auswahl zwischen, ja, muss noch in Ordnung gehen, zu einem Portal. Die Auswahl von den Biomen, das ist meistens irgendwie so Natur. Merke ich gerade, also Wald, Wiese und Ozean. Ja, werden wir sicher das finden noch. Jo, aber ich werde jetzt nicht allzu lange hier in der Farmwelt verbringen. Ich möchte ja bauen mit euch und ja, eventuell ein bisschen Rundspiel machen, wenn dann Leute auf dem Server sind. Und jo, da ist einfach momentan nicht so die Lust da. Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen der neuen Version, die jetzt ungefähr in einer Woche kommt. Und dann dauert es natürlich immer wieder ein bisschen, bis ja, Spigot geht, dass man Plugins hat. Und da wäre ich vielleicht dankbar, wenn jemand vielleicht sich ein bisschen ja, unterstützen kann beim Plugins, beim Datapacks erstellen oder bei einem Ressourcenpack erstellen. Man muss natürlich das auch zuerst wissen, oder? Also das ist natürlich ja, nicht so einfach einzusteigen, aber ich suche einfach ein paar Leute, die mir auch mehr ein bisschen beibringen können, dass wir da ein bisschen vorwärts machen könnten, dass wir auch irgendwie ein bisschen einzigartigen Server haben, oder? Vor allem in Richtung Mittelalter Magie Rollenspiel. Es gibt ja manche Server, die sind modern, aber ich möchte eher so mittelalterlich und Fantasy machen. Dass man zum Beispiel so ein Zauberer sein kann auch. Gibt hat ja auch kaum Zauber. Es gibt eigentlich, ja was gibt es? Eigentlich den Feuerbogen. und der Dreizack, der immer wieder zurückkommen könnte. Aber es gibt kaum Magie in diesem Spiel. Und das möchte ich eher so mit Datapacks dann auch machen können. Jo. Und ja, es ist viel möglich zu machen. Nur man muss es können. Und das kann man mit YouTube-Videos und vielleicht mit einem Tutorials nicht so schnell machen. Aber ja, wenn jemand Lust hat, da auch wirklich gut organisiert irgendwas zu machen, dass es euch nicht zu viel wird und so, keine Bange, muss nicht so schnell sein, da wäre ich sehr dankbar. Ich habe ja schon einen, den Glowdig, aber der macht einen bestimmten Server. Der tut jetzt gerade momentan auch nicht dran arbeiten, leider. Bis er wieder zurück ist von der Ukraine. Der hilft gerade in Ukraine wahrscheinlich noch. Und dann geht ja der andere Server dann wieder weiter mit einer Story, die, ja, richtig gut gemacht wird. Und, oh, der Berg mit dem Lava. Ja, ich freue mich riesig, ey. Gewaltig riesig. Und trotzdem möchte ich halt eben auch noch einen Server haben, wo ich ein bisschen mehr bestimmen kann. Wo ich ein bisschen die Leute einfach halten kann, wenn der andere Server halt
gerade am Arbeiten ist, der wird immer wieder abgeschalten, wieder restartet oder so, weil einfach diese Datapacks halt auch recht schwer und dann immer wieder Restarts erfordern. Dass ich einfach so einen zweiten Backup-Server habe und das ist eigentlich hier mit der Fall. Nur es kommen halt nicht so viele Leute, weil es halt einfach so ein normaler Server eigentlich ist. Also ich möchte da schon viel mehr Rollenspiel machen können. Und so weiter, also aktive Spiele haben, die wirklich auch täglich kommen oder so. Muss ja nicht unbedingt sein, aber ja, wäre natürlich schon cool. Wir haben 64, wir haben sogar zu viel schon. Federn brauchen wir zum Beispiel nicht. So. Man kann, glaube ich, die gar nicht mehr vervielfältigen. Ne? Bisschen schade. Also ich. Ah, da haben wir noch ein Dorf, okay. Sehe ich gerade. So, in die Richtung. Jo. Hiermit wurde eigentlich schon ziemlich alles erzählt. Oh, ein Zombie-Dorf. Wie ich einfach im Singleplayer doch auch ein Zombie-Dorf gefunden habe. Richtig cool. Soll ich mit den Ledersachen machen? Ich nehme sie mal mit. Ich habe irgendwie gerne Ledersachen zu Hause. Ja, sehr wohl, aber auch nicht. Ich tue jetzt, glaube ich, mal noch. Ah, da ist noch ein Dorfbewohner-Zombie. Zombie-Dorf mit einem Zombie-Dorfbewohner. Noch ein Zombie-Dorfbewohner. Ist es häufiger oder habe ich jetzt gerade Glück mit zwei? Oh ja, Smaragde. Jetzt habe ich aber das Problem. Habe ich die Dinge schon? Jetzt habe ich in längere Zeit wegen dem Festplattencrash ja nicht live streamen können. Weil es ja auch immer abstürzt. Aber ja, der Server OBS. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Ich habe schon alle Lösungen durch und es crasht trotzdem noch. Also, Delhome. Weiter 3, Set Home Weiter 3. So, Home House. Sehr gut. Also haben wir hier irgendwas zum Brennen? Also zuerst mal hier der Krümpel. Die handwerklichen Sachen. Da oben das Fleisch, ja. Schwarzwolle wird auch hier hin. Dann habe ich irgendwo noch dann genau die Rüstungen und so. Ich tue mal da die paar Sachen raus. Die Blumen nicht hier. Die Rüstungen. Und ja, diese Schmiedetische Sachen. Dann haben wir nämlich hier oben Platz für den Rest. Und ja, die verschiedenen Setzlinge. Also Tropenbaumsetz, also Tropensetzling. Durch ein irgendwo. So, jetzt brauche ich mal kurz. Also die Blumen, wo haben wir Blumen? Haben wir da ein paar Blumen? Ja. Muss, glaube ich, noch ein paar Kisten machen. Haben wir noch Holz? Ah, da haben wir zwei. Schön. Und zwar mache ich die einfach hier hin. So, also die Blumen kommen oben hin. Und was ist das noch hier? Eine Goldschale mit Behutsamkeit, genau. So. Also, wir brauchen von diesen Setzlingen das Holz, deshalb machen wir das mal hier hin. Haben wir noch ein paar? Okay. Hier noch. Hier noch. Also ein bisschen viele. Und einen Dschungelsetzling, da haben wir die Bacon-Setzlinge zum Brennen. Zum Beispiel hier. So, jo. Also, die Karotten. Marotten. Die Kartoffeln sind noch nicht so reif. Und hier haben wir noch ein paar. So. Dann beginnen wir einfach, also machen wir einfach weiter im Haus. Schwarzeichen habe ich noch nicht. Habe ich ja daneben. Aber hier habe ich noch keine gepflanzt. Ich müsste eigentlich die aus dem Farmbeet holen, weil ich jetzt hier nicht unnötig die Natur belasten möchte.
Also einfach die Biome so lassen. Ich spiele am liebsten einfach so, als würde ich die Natur überhaupt nicht kaputt machen in der Nähe vom Haus oder so. Also schon. Das, was ich benötige, ein bisschen, aber ich spiele am liebsten einfach so, dass ich sehr auf die Natur schaue. Dass alles noch gut aussieht, dort, wo ich baue. Wo ich weiter weg und niemals bauen würde, da würde ich dann das auch eher so machen. Dass ich aber alles abbaue. So. Gut. Noch Fisch habe ich gesehen. Das Leder kommt mal hier. Und ich finde diesen Kopf-Plugin so mega gut. Also. Ich tue später mal sortieren. Gerade habe ich nicht so Lust. Naja, Setzling haben wir noch hier. Ich mache Setzling auch mal. Ja, ich mache Setzling hier. So. Kaktus und Eichensetzling. Der Kaktus kann zum Beispiel auch hier hin. So. Genau, der Fisch haben wir noch gesagt. Hier ist noch Fisch. Ja, wir haben gar noch nicht so viele Herz des Meeres gesammelt. Wie im Singleplayer. Das ist schon übertrieben, was ich im Singleplayer für Ding bekommen, also gefunden habe, Schatzkarten. Sich so 20 in zwei Meeren. 20 Schatzkarten. Jo, manchmal auch doppelt, ja klar. Aber trotzdem recht viel. Und. Wie viel Dschungel im Singleplayer in der 1.20 Pre 4 Version, oder? Wie viel Dschungel? Also, das ist winzig im Gegensatz zu den großen Dschungeln dort und dann all zwei, drei Biome wieder ein Dschungel. Das ist einfach heftigst. Wie viel Dschungel einfach spawnen können. Aber das schaut ihr am besten mal in einer der Let's Plays, also vom Let's Play im Singleplayer 1.20 Pre. Und ja, kommt auch täglich hoffentlich eine Folge, wenn es geht. Jo, jetzt ist einfach noch Last Epoch am Abstürzen immer wieder, aber ich denke, ich hoffe jetzt auch in diesem Part gibt es keinen Absturz. Es wurde eigentlich ein bisschen gefixt, ja. Okay, hier haben wir noch ein paar Sachen, die rüberkommen. Ja, jetzt sehe ich gerade nichts Zweites. Bin ich blöd oder weiß ich gerade nicht. Der Kopf möchte ich noch hoch tun. Ja, hier haben wir noch ein Herz des Meeres, genau. Ist wirklich nichts mehr. Also ein Kopf gehört hier runter. Der Henker gehört hier rüber. Haben wir hier noch irgendwo einen Kopf? Angry Wolf, Donkey. Donkey Kong! Und hier Kopf von Spider. Oh, Spider-Man! Oh, Spider-Man! Kopf von Tuxedo Cat. Okay, die gehören hier auch. So, dann sind wir so gut wie möglich fertig. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Weizen, da haben wir einfach noch zu wenig. Müssten wir fast unterirdisch oder so anpflanzen. Ja. Ich muss natürlich Kühe haben und Leder. So. Fleisch, Steaks und Leder. So. Also, somit sind wir fertig. Wir haben gesagt, wir machen das Haus so, dass wir. Also Baum mache ich ungefähr hier in der Mitte. Das heißt, wir müssten hier dann auch ein bisschen abreißen. Das Holz, also die Holzbretter. Eben, also wir haben einfach noch nicht so genügend Rohstoffe gesammelt. Wir haben hier auch Schwarzeichenstamm, Fichtenstamm. Ja, wir müssen noch ein bisschen farmen in der Farmwelt. Wir haben einfach zu wenig. Ich will nicht bauen und dann sehen, ja, ich habe zu wenig und ich möchte nicht mehr. Also, dann gehen wir wieder zurück. Nein. Nein, nicht dein Ernst.
komme ich da wieder zurück. Ja. Und da nochmal setzen. Wieso ist unsafe? Okay, da muss ich das Plugin noch anpassen oder so. Hä, ist doch nicht unsafe. Ist der Boden nicht gut? Okay. Es ist einfach wegen diesem Dingboden. Hier ist alles überschwemmt, okay. Boah, ist das Zombie-Dorf wild. Die möchte ich gerne mitnehmen. So. Also dieses, wie sagt man denn? Wie heißen sie schon wieder? Dekorierte? Ja, glasierte, genau, glasierte. Wer kommt schon drauf? Wenn man schon lange nicht mehr gelesen oder verwendet hat, kennt man einfach den Namen nicht mehr. Gut, ja, dann nehme ich den auch noch mit. Dann haben wir diesen Ton. So. Und ein Gras auf dem Spinnennetz. Das ist ein gut, das ist eine gute Generation. Wollen wir ein bisschen reiten gehen? Ich denke schon. Ah, hallo. Oh, Kopf. Yes. Ja, diese Kopf-Plugin ist manchmal richtig cool. So bei Dorfbewohnern und so ist es sehr häufig, dass die Köpfe spawnen. Nochmals. Ich habe zwei gleiche. Okay. Wir haben zwei gleiche gefunden. Sehr schön. Also. Zombie-Villager. Gibt es nur einen Zombie-Villager-Kopf? Ich dachte von jedem Beruf auch noch. Okay, komisch. Aber von normalen gibt es für jeden Beruf einen. Okay. Dann haben wir hier noch zwei und dann nehmen wir einfach eines der Pferde. Ich nehme jetzt einfach mal das schönste Pferd. Ich weiß nicht, welches ich am schönsten finde. Ja. Ach, die werden gehen kaputt, okay. Also haben wir hier nochmals einen Sattel. Okay. Was haben wir für ein Bett? Ein gelbes. Ja. Ich will kein gelbes. Ich will ein oranges. Okay, was ist jetzt hier passiert? Hä? Wo ist das Bett hin? Hey, das ist ein Bug. Ich will keinen Bug haben. Ich habe mein Bett kaputt gesetzt. Hä? Betrug, liebes Spiel, ich habe einen Bug wieder gefunden. Ja, dieses Glitsche ist nicht so toll. Kenne ich aber natürlich schon mit meiner 14 Jahren Minecraft-Erfahrung und trotzdem weiß ich immer wieder einige Sachen nicht mehr, weil ich so viele andere Spiele spiele und nicht so oft immer durchgehend Minecraft spiele natürlich. Ist jetzt auch nicht so ein Spiel, was man jetzt eigentlich das ganze Jahr über immer spielen möchte, weil einfach die Updates zu wenig schnell kommen und es einfach nicht ganz so viel Content bietet. Aber wenn man so Rollenspiel-Server hat, eben deshalb unbedingt auch mitmachen. Okay? Also nicht gezwungenermaßen, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn da jemand oder viele mitmachen könnten. Je mehr wir sind, desto cooler und spannender wird es auch. Und nicht immer warten, bis dann andere auch aktiv sind. Ja, das ist ziemlich ein schönes Pferd. So, ich habe vier Sattel und du willst einfach nicht geritten werden, weil ich einfach nichts... Nein, ich will das wegwerfen. So, danke schön. Jo. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr genau so wollt mit meinen Let's Plays. Das sind ja eigentlich nicht mehr Let's Plays. Niemand will mehr Let's Plays sagen dazu oder schreiben. Deshalb mache ich es eigentlich auch nicht. Aber es ist einfach Gameplay. Also ich zeige euch, ich kommentiere, was ihr sehen wollt. Und was ihr nicht sehen wollt, mache ich auch nicht. Also schreibt in den Kommentar, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Und machen wir vorwärts. Da schläft man ja ein. Und jo. Gell? Oh, hier ist ein dunkelbraunes Pferd. Hey, wo gehst du mit mir hin? Du dummer Gaul, du. Den schaut man nicht ins Maul. Sehr jetzt endlich. So. Den anderen. Oh, es ist ein schnelleres Pferd. Ich glaube, es ist nicht maximum schnell, aber es ist
gehen ihn so schnell, dass ich nicht einschlafe. Ich habe ja in einem der Parts vom 1.20 Pre 4 Let's Play ja auch ein Pferd gehabt, das mega langsam war. Da bin ich schon richtig glücklich. So wie ich jetzt sehe, gehe ich jetzt mal nach rechts rum. Links wird es wahrscheinlich nur so Ebene oder so geben. Was ich im Singleplayer gesehen habe, das zeige ich dann im nächsten Part vom Singleplayer Let's Play. Zwei Vulkane in diesem Biom. Ich habe eigentlich noch nie Savannenvulkane gesehen, eher Extremely Hills, also hohe, extreme Berge. Und hey, das hat mich so fasziniert, wozu der World Generator schon ja, da ist, also was er machen könnte, nur halt einfach viel, viel zu selten. Auch wenn man so etwas findet, dann ist man richtig stolz auf seine Welt und seinen Spielstand. Oh, das hätte ich hier im Multiplayer natürlich auch sehr gerne, so Vulkane. Sind natürlich ganz erloschene Vulkane, die zwei. Aber trotzdem mega geil. Und ihr wisst ja, mir wird es ja eigentlich nicht langweilig beim Erkunden oder sowas. Bei anderen Livestreamer, Let's Player und so immer wieder zu sehen ist. Es tut mir trotzdem immer wieder extrem viel Spaß machen, wenn ich etwas Neues entdecke. Wozu der World Generator einfach imstande ist, wenn er Lust hat. Ja, und jetzt bin ich hier runtergefahren. So. Ja, hier ist eine Mauer. Hm. So. Oh, nochmal ein Sattel. Ui. Ich lasse da mal ein paar Sattel drin. Aber die brauche ich für unser Dorf. Das Dorf, ich weiß nicht, ich erkunde nochmals ein bisschen die Welt, wo wir, ja sag schon, wo wir spawnen, also die Spawn-Welt. Und sonst können wir das auch in der Free-Build-Welt irgendwo haben. Ich werde beide Welten mal erkunden und dann schauen, ja, was wir denn für ein schönes Dorf haben, am besten in einem Dschungel. Hallo Gockel. Jo. Professor Brötlibacker. Jo, zwei haben wir jetzt. Sehr gut. Hier haben wir noch einen Schimmel. Haben wir irgendwo hier noch ein Haus? Waren wir dort drüben? Ich glaube, dort drüben waren wir. Also glaube ich euch auch. Haben wir noch Platz für einen Kompost? Ich möchte eigentlich alles mitnehmen. So. Gut. Ja, jetzt haben wir noch mehr das Problem. Ach komm, Fäden. Oder nein, Fäden sind eigentlich schon wichtig. Leere Karten sind für nichts nützlich. Also man will die Karten machen natürlich, aber die müsste ich jetzt nicht so haben, könnte ich selber craften. So, haben wir noch irgendwas in der Nähe? Also ein Haus haben wir hier nicht mehr. Was ist das eigentlich, ein Weg? Okay. Dann gehe ich, denke ich mal, hier rüber zum ja, Fluss. Wow. Ist das ein Stollen? Ich glaube, das gehört. Nein, das ist Stein. Stein, der rot beleuchtet ist, okay. Ja, gut, dann könnte ich eigentlich. Oh. Boah, sieht das wieder cool aus. Ich schaue immer noch Spawnen. Ich will wieder mal einen Spawner entdecken. Aber jetzt in letzter Zeit keine. Boah, nochmal so fast eine Todesgrube. Das ist eine gigantische Schlucht. Die ist mega breit. Also mega lang, meine ich. Heftigst. Platz zum Leder wieder mitzunehmen. Ja, ich müsste jetzt eigentlich jo, den Keller machen, aber den möchte ich nicht im Livestream, im Let's Play zeigen, in den Videos. Wie ich einfach die boah, heftigst. Schade, dass ich die Zoom-Taste gerade nicht habe. Ich muss sowieso ein bisschen größer die GUI machen. Das ist fast zu groß, aber so ein Mittelding gibt es nicht zwischen 2 und 3. Also die Schuhe nicht mehr per Zoom habe ich. Zoom Y. Hä?
speziell, sagen wir nicht nur diese Stalaktiten. Okay, hier ist doch, glaube ich, der Fluss jetzt. Ja. So. Nein, hier nicht runterhüpfen. Nochmals eine Diagonale. Heute ist irgendwie der Schluchttag. Das Born, also, ja. Die Welt. Die Farmwelt hat Lust, einfach irgendwelche Schluchten zu generieren. Aber sehr schön. So. Wir gehen natürlich nach Norden, wieder ans Meer. Was ich ja brauche, ist dieses Magna... sag schon. Wie heißen sie? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ja, die anderen Bäume, die roten. Die neuen Bäume. Also die zweitneuesten Bäume, wenn wir schon 1.20 zusetzen. Mangroven, genau. Mangroven. Oh. Ja, schwerer Name. Genau. Ja. Wo gibt es eigentlich diese Skelette in der Wüste? Das habe ich nie herausgefunden. Einfach random in der Wüste scheinbar. Und sind scheinbar eine neue Spezies von Monstern, die schon ausgestorben ist natürlich. Eventuell. Sehr merkwürdig. Ich habe ein Video davon gesehen, wie jemand erklärt hat, dass da eventuell etwas geplant ist oder geplant war. Dass ein neuer Boss erscheint in der Welt. Und der ist scheinbar in der Wüste, wenn man dann Ausgrabungen macht. Aber das waren frühere Ausgrabungen, das hat jetzt nicht mit dem 1.20 Feature Ausgrabungen zu tun. Ich glaube nicht, dass das noch kommt. Wenn, dann kommt es halt einfach viel zu spät. Oder? Weil diese Wüstenskelette gibt es sicher schon seit 1.13. Wahrscheinlich schon vorher. Und ja, ich würde mich extrem freuen, wenn wir einen neuen Boss hätten. Ja. So, jetzt sehen wir leider nicht mehr so viel. Ich gehe mal kurz schlafen. Ja, also einen Mangrovenwald habe ich jetzt leider nicht. Hier haben wir einen Dschungel. Hier haben wir noch ein Portal. Da können wir, glaube ich, gerade mal kurz an Land. Und bitte nicht wieder irgendwie reinglitschen, Bett. Ich brauche noch ein Bett. So, ah, okay. Ich habe das andere Bett auch noch dabei. Also es ist doch nicht reingeglitscht, sondern einfach im Inventar ein bisschen versteckt gewesen. Weiß, gelb und orange sind diese größte Ausrede, die Dragowasser je hatte. Er hat das Bett nicht gesehen, weil es orange oder gelb war. Schlimm sei das. Ja, ich bin gerne einfach wegen meiner Nervenkrankheit ein bisschen dumm, blöd und blind. Aber das kennt ihr ein bisschen. Das gehört vielleicht ein bisschen zu mir. Zwar machen andere Let's Play und Livestreamers mehr Fehler, aber irgendwie, es gehört ein bisschen zu mir. Weil ich bekomme es mehr einfach im Gedächtnis über, weil es mir selber passiert. Eine Goldhacke mit Behutsamkeit. Und wenn es bei anderen passiert, dann bekommt man das gar nicht so mit oder behält es einfach nicht im Kopf. Oder so. Ich bin ja auch einer, der lacht eigentlich nicht über irgendwelche Missgeschicke. Wenn jemand etwas passiert, ich lache nicht. Ich bin nicht so einer, der jemand auslacht oder so. Und deshalb bekomme ich das auch nicht so mit oder habe es dann eigentlich ja direkt wieder vergessen. Und wenn ich jetzt irgendwas nicht finde oder nicht gerade gut schaue, weil ich auch ein bisschen abgelenkt bin, dann ist es für mich eigentlich auch nicht schlimm, weil ich einfach nicht genug geschaut habe. Ja, so Sachen sind menschlich, aber der Mensch will einfach diese Perfektion haben, die mir ein bisschen auf den Keks geht. Findet ihr nicht auch, dass es manchmal echt auf den Keks geht? Und ja. In Minecraft geht ein bisschen auf den Keks, dass man die Rohstoffe nicht findet, weil man die Biome nicht hat. Ich müsste eigentlich Locate eingeben, aber das darf ich nicht, weil andere das ja nicht eingeben können. Ohne OP-Rechte, glaube ich, kann man das nicht eingeben. Und das finde ich ein bisschen eine Frechheit, also nein.
Es muss doch irgendwo mal etwas geben, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, mal Biome zu finden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, pro Update, wenn mal ein Biom kommt, sind sie immer wie seltener. Ich habe noch keinen einzigen Kirschblütenbiom im Singleplayer gefunden. Werde ich wahrscheinlich im Multiplayer auch nicht finden. So wie ich mich kenne. Aber ich gehe wahrscheinlich immer aus denen aus dem Weg, den Biom. Aber gut. Es ist ja auch schwer. Es ist so random, oder? Was soll ich jetzt wegwerfen? Das ist Gras, das lasse ich. Das wird mal typisch. So, wir müssen immer auch den Keller haben. Dann mache ich in der nächsten Folge. Was sind die Köpfe hier? Und hier hätten wir noch Platz für das Gras. Das schöne Gras. So, jetzt nehmen wir die noch irgendwo hin. Okay. Schwer. Ganz da vorne. Ich habe keine Erde. Und das ist doof. Okay, dann tue ich die mal fällen hier. So, wunderbar. Ah ja, genau, auf dem Service ja das schnelle Abbauen. Den lasse ich. So. Okay. Des Weiteren haben wir Eigensetzling könnte ich noch hin tun. Aber ich habe gerade nicht. Also, wo haben wir denn die Tische? Hier haben wir auch noch ein paar Tische. Truhen. Ich müsste eigentlich hier noch die Truhen hin tun. Haben wir dann schon Fichten? Genau. Machen wir das noch mit den Fichten. Ich weiß, dass du mäh machst. Du Vogel, du hast doch einen Vogel. Du seltener Vogel, du. Also, wir können schon ein bisschen anfangen mit dem Baum. Ich muss die aber umwandeln. Ich will hier von jeder Seite die Äste, die Rinde haben. Genau. Jo. Ja, hier müsste ich natürlich auch noch die Tropenbäume wegmachen, weil ich hier auch Platz brauche für die Schwarzeichenhölzer. So, ist ein bisschen zu weit oben, ja. Ah ja, heute hatte ich wieder mal ein Eis. Ein Stracciatella-Eis. Oh, ich liebe Stracciatella. Ich weiß nicht, aber dieses. Was ist das für eine Creme? Also, das hat ja einfach Schoko noch drin, aber es ist eine ganz weiße. Es ist nicht Vanille, es ist irgendwie so eine. Ich weiß gar nicht, woraus eine Stracciatella überhaupt gemacht wird. Also, wie die Geschmacksrichtung einfach Stracciatella heißt oder so. Ja, oh. Ich finde die immer so mega erholend, also wenn man einfach zu heiß hat, dann habe ich das so mega gerne. Jo. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt aus diesem Dschungelholz mal ein Dock. Ich muss ja sowieso noch die Dinge ein bisschen weiter nach drüben machen, vielleicht nach rechts. Ich mir den Baum eigentlich hier so ein bisschen rechts herumführen lassen oder so. Und dann natürlich auch Stämme auf dem Boden. Also wir machen von hier aus mal so ein Dock. Sieht natürlich jetzt noch unrealistisch aus, ihr kennt es. Sieht meistens erst ganz am Schluss dann wirklich realistisch aus. Aber da muss ich ja also zuerst mal das Fundament haben, um jetzt wirklich auch schön dekorieren zu können, realistisch zu machen. So, sind wir schon drüber? Ja, wir sind schon drüber. Also nein, noch ein bisschen weiter. Soll ja ein schönes, großes Dock werden. So,
Dann kann ich eigentlich links herum. Ich werde mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Arme auf die Seite gehen. Ich denke mal 4. So. Und dann haben wir noch Erde. Erde haben wir noch nicht mitgenommen. Da muss ich noch holen. Oh, eine Erde. Zwei Erde. Herzlichen Glückwunsch, Dago. Du bist schon sehr effizient gewesen in den Livestreams. Du hast zwei Erde schon gefarmt. Drei Erde. Oh, da können wir direkt einen Schwarzeichenholzbaum machen. Ja, da fühle ich mit mir. Dass ich so effektiv war, da fühle ich mich einfach mega gut. Okay, die Sattel kann ich auch hier rein tun. Und eben das gelbe Band möchte ich mitnehmen. So. Ja, Fackeln haben wir auch nicht mehr so. Wunderbar. Was haben wir denn für Zeit? 36 Minuten schon. Boah. Und keinen Absturz gehabt. Ich habe es endlich gefixt. Ja, eben diese Auslagerung-Datei, die müsst ihr mega schwer finden auf Windows 11. Also kauft euch keinen Windows 11. Wartet bis Windows 12 dran. Nein, holt euch Linux. Ja, es ist wirklich eine katastrophale immer noch. Dass die so lange brauchen. Dabei sind sie so viele Menschen. Keine Ahnung, was die immer arbeiten, aber effizient arbeiten die Leute nicht. Auch bei Nvidia. Boah, die bringen immer Grafikkarten raus und sie sind den größten Mist und viel zu überteuert. Ey, kauft euch nicht jeden Mist. So, jetzt können wir einfach die Bäume nicht platzieren, wenn wir noch keine. Ja, ich muss jetzt in der Fichte. Also ich werde mal schauen, dass ich einen Mangrovenbaum habe. Und wenn ich einen Schwarzeichenwald habe, dann werde ich dort mal die Setzlinge holen und im nächsten Part dann die hier anpflanzen. Ich will jetzt hier wirklich keinen abbauen. Keine Lust. Jetzt holen wir noch die Setzlinge, die wir irgendwie liegen lassen haben. Noch. Ja, sind gar nicht mehr so wenig. Hä? Gar keine? Ah ja, weil ich es auf die Runde kommen, habe ich die schon eingesammelt. Ja. Genau. Gut, ich fehle mir noch diese Fichte und den Dschungelbaum. Bis nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.